Hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Folge Redstone House. Ihr seht jetzt nur den Ladebildschirm, weil ich im Hintergrund noch MC Edit aufmache, weil wir jetzt MC Edit brauchen. So, genau. Ich habe natürlich vorher ein Backup gemacht von dieser Map für den Fall der Fälle. Genau. Einfach aus dem Grund, weil wir heute ein bisschen mit MC Edit spielen werden müssen. Genau. Und das habe ich hier schon schön markiert. Ab wo wir dann halt was machen müssen, habe ich. Moment. Gleich könnt ihr was sehen. Ihr hört wahrscheinlich schon meine Tasten. Ich muss hier noch ein bisschen kurz was nachschauen. Okay, nein. Hallo. Moment. Ich habe hier gerade ein. Interessant. Ich hatte hier gerade ein MC Edit Fail. Aber egal. Das soll uns nicht weiter kümmern. So. Ich switch mal schnell zu euch rüber und sorge dafür, dass ihr hier alles sehen könnt. So, jetzt könnt ihr OBS und so sehen oder konntet es. Denn jetzt kopieren wir uns mit Hilfe unseres Freundes MC Edit mal diese Sitzgelegenheiten, würde ich mal sagen. Nur ist das schwieriger, als man das denkt. Auch wenn ich mir das hier schön alles markiert habe. Wie wir vorzugehen haben. So habe ich auch alles richtig markiert. Leider funktioniert MC Edit in der nächsten Version nicht mehr. So, und wir klonen das Ganze. Ist das hier? Klonen. Wir wollen das Ganze klonen. Das machen wir mit STRG-C. Dann haben wir es erstmal im Arbeitsspeicher. Und wir wollen das ganze Ding klonen. Und zwar ein paar Blöcke, sagen wir mal, um zwei Blöcke nach links. Ich muss allerdings gucken, welches jetzt davon welches ist. Aber sowieso erstmal noch STRG und V machen fürs Einfügen. Auch wenn ich gerade nicht sehe, wo es ist. Weil es nicht da ist. Das ist ja toll. Also schön. Hier haben wir's. Wir wollen das Ganze hier stehen haben. Ich habe das hier extra abgesteckt. So ungefähr. Dann müssen wir es um. Wo haben wir es denn? Eins zu eins. Ja, aber. Ich möchte das
um eins nach unten schieben. Und das kriege ich wie hin? So jedenfalls nicht. Ja, mit MCL zu schieben ist nicht so einfach. Aber ich glaube, ich hab's. Schauen wir mal. Ich will, dass es auf derselben Höhe ist. Das hat einen Ton gesehen. Egal. Okay, jetzt haben wir es nach dahin geklont. Und denselben Spaß, den importieren wir jetzt so. Dann löschen wir das, weil wir müssen jetzt nämlich müssen das jetzt nämlich auch auf der anderen Seite machen. Aber auf der anderen Seite ist eine andere Aufteilung. Und deshalb ja. Deshalb machen wir das nun einmal so, indem wir erstmal wieder in den gewöhnlichen MC-Edit-Modus gehen. So, ja. So, das könnte jetzt wieder etwas kniffliger werden. Ja. Ne. Dann komm. Ich hätte das vorher markieren sollen. Egal. Ne, das war nicht das Ziel. Das Ziel ist ein anderes. Ich versuche es mal von hier aus zu markieren. Ungefähr so. Bis. Na komm. Da. Ja. So. Na komm. Erstmal nur so und dann ziehen wir das Ganze so weit hoch von hinten, bis es genau die richtige Höhe hat, denke ich. Na komm. Komm, lass mich hier. So. Nein, zu weit. So. Okay, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier unten nicht zu viel klonen. Und selbst wenn, dann ist es halt so. Aber eigentlich dürfte das, ja, das dürfte eigentlich dürfte das perfekt sein. Ich würde mal sagen, ich klone das jetzt erstmal, beziehungsweise ich kopiere es. So. Und dann, so, und dann hole ich mir das hier heran. Und dann, ja, setzen wir das wieder hier rein. Und move das wieder um einen Block nach unten. So haben wir auch alles. Wie gesagt, leider funktioniert MC-Edit in der nächsten Version nicht. Das finde ich sehr schade, aber was kann man dagegen machen? Okay, das passt. Gut, dann können wir es ja auch wieder importieren. So. Da sehe ich schon ein paar kleine Lichtbugs, aber das ist wurscht. Das wird sowieso in-game dann später nicht so sein. Dann lösche ich auch hier das wieder. Und dann speichern mit Steuerung und S. Warten wir schnell. So. Sind alle roten Ränder weg? Ja. Dann gehen wir wieder raus. Jetzt haben wir wieder Minecraft und ich schalte jetzt wieder um auf Minecraft. So.
Dann skippen wir mal in die Map. Na komm. So. Okay. Mhm. Und wir haben genau das, was wir wollten. Nämlich genau baugleiche Paare. Und dann können wir hier jetzt auch weiterbauen. So. Ich weiß, das ist ein bisschen langweilig, aber auch das muss gemacht werden. Und ja. So. Ich habe gleich auch eine Neuheit, die ich euch zeigen muss, die ich leider offscreen machen musste, da es mich sehr lange, sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat bei mir, um das zu tun. Und aus diesem Grund habe ich es halt offscreen gelassen, aber natürlich werde ich euch das System zeigen, aber nicht wie es gebaut wird, das ist so einfach, das kann eigentlich jeder Laie. Ich zeige euch die Schaltung, aber bauen könnt ihr sie dann halt aus dem Video. Ich werde gar kein extra Tutorial zu machen, weil einfach unnötig. So, ich hätte das hier gerne symmetrisch. Ja, doch. Ich finde, das passt. So, dann hätten wir auch das. Und an der Melonenfarm möchte ich noch kurz was ändern. Das gefällt mir nicht. Ich will das hier wieder weg haben. Bis auf die Blöcke, die da sind, wo Redstone ist. Die darf ich nicht und will ich nicht und werde ich nicht wegmachen. Aber die anderen mache ich weg, weil sie einfach unnötig sind und stören und weil es nicht schön aussieht. So, zack, zack. So, so, zack. Hier habe ich eine extra Druckplatte hingemacht, dass ich, wenn ich das manuell machen möchte, auch manuell starten kann, weil hier ist Melonenfarm. Ich kann sie auch gerne mal kurz aktivieren. So, alle Melonen weg. Sind hier oben wieder zwei gelandet? Aha, anscheinend nicht. Oder habe ich welche im Inventar? Nö. Aber, ich bin am überlegen, ob ich vielleicht an den Ecken das doch lasse. Ja, an den Ecken lasse ich es. Ich habe eine Idee. Ich mache es einfach so. Aber nur an den Ecken, wenn es passt. Sonst sieht es doof aus. Und das wollen wir ja nicht. So. Machen wir einfach so. Okay, hier können wir es eigentlich theoretisch wieder zumachen. Aber bei den anderen will ich es nicht machen, weil sonst buggt das. Hä? Ist da vorhin? Achso, die war vorhin nicht mal nicht da. Okay, was gibt's Neues? Was habe ich so offscreen gemacht? Offscreen, das zeige ich euch am besten, wenn ich durch den Vordereingang latsche. So. Hier will ich vielleicht auch noch einen Weg einbauen. Immer schön Tür zu machen, ne? Das hier werde ich so lassen, weil kann ich nicht anders umbauen. Hier vorne ist eigentlich nichts Neues. Ist ganz normal geblieben. Das auch. Ja, ihr seid brave Hobbelhäschen. So, hier haben wir eine weitere Tür. Ihr seht schon, hier ist Glas, Pistons. Glasdoor. Ich mache sie nochmal zu. Juhu. Die Technik ist eigentlich relativ simpel. Ich muss mal gucken, von wo aus ich sie angeschlossen habe. Von hier.
Okay, also hier oben sind zwei Pistons, die werden so getriggert. Der ist nur zur Verschönerung da. Für die Symmetrie. Das wird über eine Fackel gesteuert, welche auch wieder durch eine Fackel gesteuert wird. Und wer es hätte gedacht, auch wieder über eine Fackel. Welche von zwei Seiten aus getriggert wird, weil wir ja hier zwei Druckplatten haben, beziehungsweise vier. Da sind zwei und da sind zwei. Das ist relativ identisch. Die hier unten werden so getriggert. Ja, den Repeater, weil da, ne? So, hier Fackel. Und das Signal ist das Signal, das von hier aus kommt. Das war sehr schwer, das anzuschließen. Weil ich mir hier dauernd das zerschossen habe. Naja, aber gut. Ja, Druckplatten. Hier Redstone, Redstone. Fackel, Fackel. Ne? Hier dasselbe. Ja, genau. Das ist eigentlich relativ einfach, das System. Und es funktioniert ja auch sehr gut. Ja. Hier ist die Melonenfarm. Unsere gute. Das gibt's eigentlich so als neuestes Gadget. Abgesehen davon, dass wir jetzt hier Melonen drin haben. Auch wenn ich das wahrscheinlich in der letzten Folge schon gezeigt habe. Auf der anderen Seite. Hier, genau. Hier haben wir Melonen. Die sind voll, das heißt, die dürften sich so gar nicht auffüllen, weil sich nämlich erst hier hinten das ganze Zeug auffüllen will. Was ist hier? Hier ist gar nichts. Das heißt, hier sind Melonen. Genau. Sobald diese Kiste voll ist, werden auch keine mehr nach unten durchgelassen. Und eigentlich dürfte hier gar keine Kiste voll sein, weil hier nichts komplett voll ist. Hier ist nämlich nichts voll, da auch nicht. Es dürfte alles in den Trichtern sein, in diesen hier. Hey. Genau, hier sind die ganzen Melonen, das sind... Nein, das ist die Truhe. Hier, das sind ein Stack und... Ja, 21. Melonen, genau. Die habe ich hier unten ja eingerichtet in der letzten Folge mit euch. Heute ist eigentlich eher so eine Guck, was wir gemacht haben Folge. Und ja, wir werden dann noch in den nächsten Folgen ein Teil anschließen bzw. bauen, dass wir auch die Melonen essen können. Denn wer hat denn einen Poolbereich mit keiner Melonenspender? Ich würde vielleicht, wenn es geht, hier irgendwo einbauen, so dass wir den irgendwie direkt ins Lager haben. Genau. Schauen wir mal. Das ist eigentlich heute, wie gesagt, eine Folge, um zu zeigen, was so Neues ist. Hier habe ich übrigens auch das umrandet mit Akazienholz, weil schön, finde ich. Und ja, das passt. Hier, da mache ich jetzt auch wieder Gravel hin. Y ist schön. Zack, zack, zack. Vorher hatte ich das halt nicht, weil hier noch die ganze Zeit kein zweiter war und ich ehrlich gesagt keine Lust hatte, einen zu bauen. Also habe ich es mit RC Edit jetzt gemacht. So, da hinten lassen wir es. Hier würde ich sagen, lassen wir es auch. Ich würde das persönlich nur hier zwischen den Dingern ändern. Das machen wir hier auch. Das können wir jetzt noch machen, bevor die Folge endet. Eigentlich haben wir heute nicht viel gemacht, nur mit MC Edit gearbeitet, ein bisschen gezeugt. Naja, solche Folgen muss es eben auch geben. Aber gut.
So. Zack, zack. Das wäre es eigentlich. Und ja, ich weiß, es piept. So, ja, das ist das, was ich so gemacht habe, während ich nicht aufgenommen habe. Abgesehen von dem hier, das haben wir ja gerade eben zusammen gemacht. Das habe ich vergrößert. Juhu. Yay, ja. Dann würde ich mal sagen, ich laufe zu dieser smooth Tür. Ne? Und, ja. Sage, oh, bei dieser Tür bis zur nächsten Episode. Und ciao. We'll be right back.